Ole, 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 ole. Ein ganz großer Fan-Favorit geht weiter, nämlich The Walking Dead. Dieses Mal Season 2 und jetzt gibt es Episode 1 davon und du hast sie durchgespielt. Ich habe es durchgespielt, geht wieder mal so 90 Minuten, vielleicht auch 2 Stunden, wenn man ein bisschen länger braucht. Dieses Mal ist es so, dass man, dass wir die Rolle von Clementine übernehmen. Clementine kennt man noch aus der ersten Staffel und ansonsten ist alles in dieser zweiten Staffel neu. Und ja gut, was nicht neu ist, ist die Spielmechanik. Also wir haben wieder ziemlich einfache Rätsel. Und sehr interessante Dialoge. Also die Dialoge machen das Spiel aus und ja, dieses Mal hat es mir auch wirklich wieder richtig gut gefallen. Es ist ja auch einfach so, dass sowohl Walking Dead als auch die anderen Titel von Telltale mehr das Erlebnis in den Vordergrund stellen, als jetzt irgendwelche unglaublich schwierigen Gameplay-Inhalte oder irgend sowas. Es geht meistens ja mehr wirklich so um moralische Fragen und auch da, ja, viel wichtiger ist vielleicht noch, sind die Entscheidungen im Spiel. Und davon gibt es wieder auch in der ersten Episode der zweiten Staffel recht viele. Ich hatte aber das Gefühl, dass man die Auswirkungen erst in einigen Folgen mitbekommen wird. Das fand ich ein bisschen schade für die erste Episode, weil man, ja, vielleicht hätte man sich dann doch mal gewünscht, irgendwie das, was man in den ersten 5 Minuten gemacht hätte, hat, dass das irgendeine Konsequenz später im Spiel gehabt hätte. Aber schön ist auch, dass die ganzen Quicktime-Events diesmal viel runder ausfallen als im Vorgänger. Zwar muss man wieder auch nur auf die WASD-Tasten drücken in der PC-Version und des Öfteren die Q-Taste dann hämmern, aber es entsteht schon so eine gute Action-Atmosphäre dabei. Es ist auch so, dass sie da die gleiche Mechanik verwenden wie bei The Wolf Among Us, dass man da eben ab und zu mal eben Tasten, ab und zu mal Maus, ab und zu mal so nach dem Motto, ich laufe nach links, ich laufe nach rechts und so, aber wie ist es denn eigentlich technisch? Gibt es wieder diese Zacker bei den Quicktime-Events oder läuft es rund? Ich fand, es lief runder, aber es gibt die immer noch. Aber ja, also wie bei The Wolf Among Us schon deutlich besser als in den Vorgängern. Und was nun jetzt in der neuen Staffel ganz anders ist, wir spielen dann nochmal die Clementine. Und Clementine ist nicht wie halt Lee im Vorgänger ein recht starker Mann, sondern ein kleines Mädchen. Und Dinge, die wir mit diesem kleinen Mädchen machen müssen, die sind schon unangenehm. Also eben einfach so einen Untoten verhauen. Wenn man sich mal vorstellt, das Mädchen ist 10 Jahre alt und was sie da alles durchmachen muss. Falls man es hinbekommt, sich in die Lage dieses Mädchens zu versetzen, boah, ja, das ist schon ziemlich grausam, das Ganze. Vielleicht sollte man noch dazu erwähnen, auch ganz wichtig für Leute, die nicht so gut Englisch können. Das Spiel ist natürlich wieder mal nur in Originalsprache. Also man muss schon Englisch verstehen, sonst wird es schwierig, diese Dialoge hier zum Beispiel zu kapieren. Eben, und man muss auch innerhalb von 5 bis 10 Sekunden die Antwort geben, die passende. Und diese Antworten haben manchmal große Konsequenzen. Wie zum Beispiel, hier haben die Leute sich gemerkt, was ich gerade denn geantwortet habe. Ich hätte da lügen können oder was auch immer. Und man sieht ja Gott sei Dank in der Zusammenfassung dann auch immer nachher, wenn man es durchgespielt hat, wo man quasi was gemacht hat, zum Beispiel den gerettet, den nicht gerettet, sodass man immer so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat dafür, was man noch weiter erleben hätte können. Das mache ich dann auch immer nochmal durchspielen und genau die Sachen auswählen, die ich vorher nicht gemacht habe, um zu sehen, was da so passiert. Absolut. Ich habe das jetzt die erste Episode 2-mal durchgespielt. Da muss ich aber sagen, es lohnt sich viel mehr, wenn die ganze Staffel dann erschienen ist, dann doppelt zu spielen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, das wird wieder großartig, wenn dann, wie viele Teile kommen noch? Es kommen noch 4 weitere Teile. Wenn die 4 weiteren Teile draußen sind, spätestens dann. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not.